Getrübte Stimmung unterdessen im 20. Wiener Gemeindebezirk. Von jetzt auf gleich ist bei der 19-jährigen Jungmami Caitlin alles anders. Ganz anders. Die Streitigkeiten von zuletzt eskalierten. Ersatzpapa und Familienoberhaupt David ist weg. Der David ist jetzt bei seiner Mama, weil wir haben ein bisschen gestritten. David durfte nämlich seine männliche Note beim Wohnungsteilen nicht einbringen. Zwei Möglichkeiten habe ich, dass ich aber anders hinziehe oder bei dir bleibe. Was soll das jetzt heißen? Am Ende leider eben genau das. Und bevor es komplett eskaliert, ist er jetzt für ein paar Tage nicht da. Also ich kann eigentlich gar nicht schlafen ohne ihn. Welcome to the final show. Das ist komisch, ich krieg nicht einmal die Augen zu, gar nichts. Auch die kleine süße Alessia vermisst ihren Papa, obwohl er nicht ihr leiblicher ist. Kann nicht einfach sitzen und weinen. Ich habe eine Tochter, die sieht, wie es mir geht. Wenn es mir schlecht geht, geht sie natürlich auch schlecht. Und ich will sie auch nicht damit belasten. Der Papa? Sie hat auch mitgekriegt, wie er die Sachen gepackt hat. Natürlich hat sie dann gesagt, Papa, wohin? Du. Genau, der Papa und die Alessia. Aber ja, sie vermisst ihn schon, man sieht's. I was thinking about you. Da waren wir im Wasser, da waren wir schwimmen. Ja, da waren wir schwimmen. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, es ist vorbei oder so. Nein, sondern er. Aber so wie es jetzt ist momentan, so kann es auch nicht weitergehen. Müssen sich alle beide ändern. Ja, denn es gehören immer zwei dazu. Ich versuche eigentlich schon das Beste. Ich kann jetzt nicht sagen, so, ich ändere mich jetzt von heute auf morgen. Aber wirklich genau, halt einfach das blöde Reden, das Zurückreden. Ja, aber was soll ich da abschälen? Schau, das ist ja schon, da kann ich nichts abschälen. Das geht nicht, das sicher geht's. Ich hab dir schon abgeschält. Ich habe immer das letzte Wort. Und mehr Möglichkeiten habe ich ja nicht. Du hast generell keine Möglichkeit. Das geht nicht. Ob das noch mal was wird? Wir werden sehen. Das Liebeskummerdrama bei Caitlin in Wien 20 geht weiter. David, Töchterchen Alessias Ersatzpapa, ist weg. Wir haben ein bisschen gestritten. Und bevor es komplett eskaliert, ist er jetzt für ein paar Tage nicht da. Herzschmerz pur und viel Gefühl. Wie ich das sehe, ob es eine Trennung ist, jein. Sagen wir mal so, es ist mal eine Pause. Wenn er sich ändert und ich sich ändern, ich meine, er hat sich ja am meisten geändert. Aber schauen wir mal, ob es noch was wird oder nicht. Mama, was soll ich jetzt machen? Ich glaube, ich muss sterben. Nein. Ich hoffe natürlich, dass er wieder zurückkommt, auf jeden Fall. Das hoffen wir auch. Uns fehlt David nämlich auch schon. Es ist nur Liebe und Salz, keine Medizin. Aber das krieg ich einen Bussi. Wäh. Noch ein Bussi. David und ich, wir sind durch dick und dünn gegangen. Wie wir zusammengekommen sind, ich war komplett eifersüchtig. Ich habe eigentlich alles kaputt gemacht. Und heute versuche ich, das Beste zu geben. Aber er ist wahrscheinlich noch hängen geblieben, sage ich. Kriegt die Mama auch was? Das ist lecker. Also ich bin mir sicher, dass der David mich sicher nicht betrügt. Er ist jetzt nicht wie mein Ex, der Kindesvater, der was mich ja nicht nur mit einer Frau betrogen hat. Er hat mich einfach nur nicht mit einer Frau betrogen, er hat mich sogar auch mit einem Mann betrogen. Vincent kriegt kein Hoch, wenn er an Mädchen denkt. Ich habe keine Ahnung, auf was er steht, aber ich sage einfach so, er tut überall rein, wo ein Loch ist. Mein Plan ist eigentlich, ihn David zurückzugewinnen, ist einfach, ich werde ihn jetzt mal lassen.
dass er mal runterkommt, ich runterkomme, dass ich ein bisschen nachdenke. Das tut uns sicher auch gut und ja, dass ich mich einfach ändern tue. Guter Plan und hoffentlich mit Happy End. Zumindest ein kleiner positiver Nebeneffekt einer Trennung. Man hat plötzlich wieder Zeit für Freunde. In Davids Fall ist es Alex, ein Baustellenkollege, den er beim Feierabendbier auf Stand in Sachen Caitlin bringen will. Immer Ausnahmsfragen, ich schwöre dir. Du hast selber gesehen, was ich alles für sie getan habe. Wie viel ich dann habe für sie? Ja, schon, das schon, das schon. Wir reden ziemlich viel. Also, er riecht mir schon über gewisse Sachen, dass ich hinwegkomme, sage ich immer, er redet auch oft auf mich ein. Wie schaut's aus? Kann man es vielleicht noch mal versuchen? Das ist nicht alles was. Aber es geht nicht mehr. Irgendwann ist Grenze. Und irgendwie nicht auch nicht mehr. Ich habe nicht keine Nerven für das Ganze. Halt. Ob das noch was wird? Ist das wirklich nur eine kurze Pause? Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, es ist vorbei oder so. Nein, sondern eher. Pass auf, das ist ja mal schon, dass ich zu Hause geblieben bin. Dann habe ich mir eine Arbeit gesucht, habe eine Arbeit gefunden, habe mich hochgearbeitet in der Firma, okay, ja. Enorm schnell sogar. Mhm. Habe jeden Tag Überstunden gemacht und weiß was ich alles was. Und das hat ihr auf einmal auch nicht verpasst. Weißt, sie macht mir so vor, wie du bist nicht zu Hause. Du kannst es nicht recht machen. Ja, ich kann nur für mich sprechen, für mich ist es endgültig. Komplett. Auch wenn es mir persönlich wehtut. Arme Caitlin. Ich weiß nicht. Ich wünsche es mir, es wäre anders. Ich sag dir eins. Manche Menschen haben zwei Gesichter, okay? Und diese Frau hat gleich 20. Glück gilt dann. Inwiefern? Gut, böse. Im schlechten Sinne. Zum Beispiel, ich komme dreiviertel zehn, wenn ich heimkomme, um 10 auf die Nacht, gell, von der Arbeit. Ich komme rein, sage, hallo Schatzi, geht's dir gut? Und sie so, schau wieder im Fernsehen rein. So urprovokant, gell. Und dann bin ich aus meiner Haut rausgefahren. Das, wieso? So macht sie das mit mir gegenüber. Also. Warum ist sie mir gegenüber so? Habe ich mir irgendwie auch nicht verdient, sag ich. Lieb hat auch David die kleine Alessia, als wäre sie sein eigenes Kind. Ihre Mutter, also Caitlin, hat er gerade nicht mehr lieb. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, es ist vorbei oder so. Nein, sondern eher. Es ist aus und vorbei. Die Liebe ist nicht mehr, oder doch? Geredet wird gerade viel, so wie mit einem Baustellenkollegen, dem David beim Bierchen sein Herz ausschüttet. Die wird ihn einen anderen finden. Ja. Eine Frau findet immer irgendjemanden. Weißt du, ich meine? Glaube mir, die wird immer irgendeinen Typen finden, der ihr komplett den Schädel verdreht. Komplett. Beziehungsstatus tippe ich darauf, bald vergeben. Sehr bald. Caitlin versucht sich tatsächlich abzulenken. Und ja, sie macht neue Bekanntschaften. Hey, du bist wirklich eine hübsche Frau. Dankeschön. Wirklich. Echt, das muss ich dir lassen. Ah, Dankeschön. Und weil sie gerade ein Scheidungskind ist, will Alessia alles und mehr davon. Schau mal. Dankeschön einmal. Und dürfte ich mir das auch nehmen? Schau, das auch. So, aber dafür kriege ich einen Bussi. Sie wird öfters verwöhnt. Also es gibt jetzt keinen Tag, wo ich jetzt sage, nein, das und das nicht. Nein, du kannst nicht immer alles haben, was du möchtest. Nein. Und schon alleine, weil du weinst, kriegst du es überhaupt nicht. Nein. Nein. Nein, dass die Alessia zum Schreien anfängt, wenn sie etwas nicht bekommt, das passiert öfters. Ich bin auch eigentlich selber schuld, weil ich spring gleich, wenn sie etwas will. Was möchtest du? Was? Das? Das? Es fällt mir schwer, Nein zu sagen. Auf jeden Fall. Fehlt da vielleicht was oder wer? Also mir fehlt es überhaupt, dass der David gerade nicht da ist, damit er mich unterstützen tut mit der Kleinen. Weil das ist schon ein bisschen schwierig. Dem David scheint er auch zu fehlen. Vor allem aber vermisst er seine kleine Alessia. Wir haben mich jetzt schon irrsinnig an die Kleine gebunden. Jeder weiß das. Ihr wisst es. Vor allem du weißt es. Weißt du, was ich meine? David, der Vorzeigeersatzpapa. There goes my heart.
Dass jemand zu Hause ist und auf dich wartet und sich freut, wenn du nach Hause kommst. Da geht mir schon das Herz auf. Ich fühle mich nach wie vor als der Vater von Alessia. Nach wie vor. Das wird, glaube ich, auch in den nächsten 3-4 Jahren nicht vergehen. Du wirst die Kleine nicht so schnell vergessen. Und du wirst die Kleine. Vergessen wird die Kleine nie. Meine größte Angst ist einfach, dass sie mir in 5 Jahren noch immer sagt, oder in 6 Jahren oder in 10 Jahren vielleicht, okay? Du bist nicht der Vater von der Kleinen und du hast nicht mit ihr Kontakt zu haben. Ich weiß ganz genau, ein Kind, vor allem ein Mädchen oder generell ein jedes Kind, sag ich mal, braucht einen Vater. Ich weiß das aus Erfahrung. Ich habe auch einen Stiefpapa gehabt. Ich hatte eine freundschaftliche Beziehung zu meinem Stiefpapa. Aber jetzt, nach seinem Tod halt, fehlt er mir schon sehr. Tut schon ziemlich weh. Ich habe selten für eine Frau Tränen vergossen, okay? Aber für die Kleine habe ich es.